du gehört, dass Caseys Mom ihr Tickets für das Taylor Swift-Konzert besorgt hat? Au! Hier hält niemand Türen auf. Moment, sie ist immer noch hinter der Matthew-Hussi-Sache her? Was passiert da drin? Oh, Chloe war in Travis. Oh mein Gott! Und so schockierend, dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Ach, so peinlich. Oh mein Gott, Chloe, das ist... Seiten aus meinem Tagebuch. Jemand muss es aus meinem Spind gestohlen haben. Es tut mir so leid. Wer macht sowas? Whoops. Entschuldigung. Weißt du, ich finde, du siehst viel besser auf dem Bild aus. Als jetzt gerade oder gestern oder so ziemlich immer. Du bist ein Witz. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich raten müsste... Morgan Rossman. Hast du die erste Staffel gesehen? Ich hab's gehasst. Was? Ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Hast du gehört, dass Chloes Vater ins Gefängnis kam? Chloe Washington? Wow, das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Bist du okay? Ich verstehe einfach nicht, warum mir jemand so etwas antut. Halt mal. Wohin gehst du, Eugene? Wohin gehst du? Mann, lass mich. Komm mal her. Ah, schönes Hemd, Mann. Zeig die mal ganze Schule geht in letzter Zeit bergab. Hey, was geht, Eugene? Gib sie zu. Okay. Warte. Erst mal bezahlen. Na komm. Geld im Voraus, sehe ich Mann? Nicht ernst genug aus? Komm schon. Danke. Alles klar. Du hier darfst hast du deine gehen. Blöde Brille zurück. Danke Vielen und Dank. Tschüss. Schau dir das an. Den haben wir erwischt. Ja, vielleicht solltest du daran denken, dich zu rächen. Also, was sie dir angetan hat, war echt demütigend. Ich bin mir sicher, sie war es. Nein, selbst wenn sie es gewesen wäre, was hilft es, mich zu rächen? Sie wird zurückschlagen und was mache ich dann wieder? Es wird sich ewig im Kreis drehen. Es muss einen besseren Weg geben. Danke, Loser. Super. Okay. Kann mir jemand sagen, welche Sache im Leben wächst immer exponentiell? Was fällt euch ein? Die Wirtschaft? Nun, nah dran. Die Wirtschaft geht auf und ab. Sie wächst zwar exponentiell, aber nicht die ganze Zeit. So dumm. Exponentielles Wachstum ist etwas, das natürlich wächst, mit Zeit, immer schneller und schneller. Wie ein Feuer oder Krebs. Morgens Bösartigkeit? Also nur für schlechte Dinge? Nicht unbedingt. Die Weltbevölkerung hat exponentielles Wachstum und es konnte gut sein oder schlecht, je nachdem, wie man es betrachtet. Also gibt es irgendwas, was exponentiell wächst und nur gut ist? Ah, ausgezeichnete Frage, Alex. Das ist nämlich die heutige Hausaufgabe. Ich möchte, dass ihr euch alle etwas einfallen lässt. Etwas, das... Jeder wird morgen seine Antworten präsentieren. Viel Glück! Bist du soweit? Ja. Exponentielles Wachstumsding? Ich verstehe es nicht. Macht einfach keinen Sinn. Alter! Was? Du hast recht. Mit dieser Schule geht es definitiv bergab. Danke. Oh, nett. Ich schätze, ich schaue einfach mal nach. Bin mir sicher, ich finde was. Ich hasse es, vor der Klasse präsentieren zu müssen. Da kriege ich wieder Angstzustände. Besonders, wenn morgen da ist. Oh, warte. Bitteschön. Danke. Hab einen schönen Tag. Du auch. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was exponentiell wächst und die Schule retten könnte. Wie? Ich zeig es dir. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Den Ball bitte. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Was? Verstehe ich nicht. Wir müssen ja, genau. Hey. Hier hast du ihn. Oh. Echt nett von dir. Ich weiß. Hey. Wow, was machst du? Du kannst hier nicht sitzen. Verschwinde hier. Hey, nimm deine Zöpfe und verzieh dich mit deinem... Hey, du kannst bei uns sitzen. Ja. Verschwinde. Ja. Danke. Ja, gern. Hey, brauchst du Hilfe?
Ja, das wäre großartig. Oh, okay. Ja, also das hier geht so. 57. Oh, ich hab meine Portemonnaie vergessen. Lulli, ich hab noch was extra. 57? Ja, stimmt. Bitte, gib mir dein Geld. Was? Jetzt. Lass sie einfach in Ruhe. Hab ich mit dir gesprochen? Lass sie einfach in Ruhe. Muss aber nicht. Hey, Chloe. Hey. Ich mag deine Schuhe. Oh, danke, Bridget. Ich mag deine Brille. Danke. Tschüss. Nein, das regt mich auf. Mit dir. Du kommunizierst nicht mit mir. Du hörst mir nicht zu. Du bist immer an deinem blöden Handy. Verheimlichst du mir was? Gib mir dein Handy. Nein, lass mich dein Handy sehen. Dann sag mir doch, wem du schreibst. Ey, ich hab's dir bereits gesagt. Niemandem. Abel, ich glaube dir nicht. Ich hab doch gesehen, wie du getextet hast. Ich kann nicht jedes Mädchen haben, das ich will. Jedes Mädchen. Denk mal drüber nach. Frag dich die Frage. Warum bin ich mit dir? Ha? Du bist nicht mal hübsch, trägst die letzten Klamotten und bist borderline übergewichtig. Meinst du das ernst? Sehr. Denk mal ganz scharf nach, bitte. Oh, was, wirst du jetzt heulen, oder was? Schau, ich habe keine Zeit dafür, okay? Hab andere Sachen zu tun, als zuzuhören, wie du plärst. Echt jetzt, Mann. Und du kannst zu Fuß nach Hause gehen. Wag nicht mal, zum Auto zu kommen. Weißt du was? Ich habe heute mein Lehrbuch vergessen und Janet hat mir es geliehen. Alle in der Schule sind so viel netter. Dein Plan funktioniert voll und ganz. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur gerade etwas gesehen, das hat mich aus der Fassung gebracht. Aber ich bin okay. Du kannst weinen, so viel du willst, aber es ändert nichts daran, dass du hässlich bist. Bridget, bist du? Morgan ist grauenhaft. Sie macht all deine Arbeit zunichte. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, sie loszuwerden. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Komm mit. Hey, Ivy, hast du gesehen, was Morgan heute anhat? Nein, warum? Ihr Outfit sah wirklich cool aus. Sie ist immer stylisch. Ja, du hast recht. Ich bin fast neidisch, wie hübsch sie ist. Ich wünschte, ich würde so aussehen. Ich wette, dass viele Mädchen so denken. Morgan ist von Natur aus schön. Und ihr Körper ist echt fit. Sie sieht super aus. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Was auch immer sie macht, es funktioniert. Weißt du, ich muss sagen, jeder Typ kann glücklich sein, mit ihr zu gehen. Sie ist ein echter Fang. Ja, stimmt. Sie ist das hübscheste Mädchen hier in der ganzen Schule. Okay. Kann mir jemand etwas erklären, was gut ist und exponentiell wächst? Wow, das ist eine Überraschung. Ich habe dich noch nie zuvor deine Hand heben sehen. Morgan. Freundlichkeit. Freundlichkeit wächst exponentiell. Denn wenn du nett zu jemandem bist, sind diese Leute auch nett zu anderen und dadurch kommt es zu einer Kettenreaktion. Das ist absolut richtig, Morgan. Freundlichkeit ist ein perfektes Beispiel für etwas, das exponentiell wächst. Hast du den neuen Ice Spice-Song gehört? Nein, hab ich nicht. Wie heißt er? Pass auf! Hab sie. Danke, Morgan. Ja, na klar. Du siehst heute wirklich hübsch aus. Oh, das ist wirklich nett. Mir hat übrigens deine Antwort gestern in der Klasse gut gefallen. Ja, nun ja. So wie Freundlichkeit exponentiell wachsen kann, so kann auch Hass wachsen. Mir ging's in letzter Zeit wirklich schlecht, weil mich jemand so mies behandelt hat, als wäre ich wertlos. Oh mein Gott, es tut mir wirklich leid. Es ist okay. Zum Glück habe ich gestern Abend Schluss gemacht. Wow, was hat sich geändert? Naja, zwei wirklich nette Mädchen haben mir geholfen, mich an meinen Selbstwert zu erinnern. Oh mein Gott! Guck, da ist meiner. Richtig cool.
Das ist so gut. Nicht schon wieder. Wer macht sowas? Du warst es nicht? Nein. Lass mal sehen, wer jetzt angegriffen wird. Oh, wow. Ich habe noch nichts geschrieben. Das ist toll. Lass mich was schreiben. Also, ich wundere mich. Das wird Ihnen gefallen. Wo ist deine? Komplimentwand? Ja, jemand hat eine Komplimentwand gebaut. Für alle unsere Studenten. Wie süß. Wer macht sowas? Du? Kannst du mir einen Zettel geben oder gleich am besten ein paar mehr? Alles deine.